Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, hier zu einem neuen Video. Und zwar, ich hatte ja mal im vorletzten Video das so angedeutet, dass ein VW Touran herkommt, der nach Kraftstoff riecht. Und ich meine, ich habe den Fehler gefunden. Schaut mal, das ist schon das Neuteil, original. Und zwar ist das Ventil für die Kurbelgehäuseentlüftung. Hier habe ich das alte. Und da könnt ihr schön sehen, ist abgebrochen. So. Und da kann es schon vorkommen, dass leichte Kraftstoffgerüche oder auch ja, einfach so, ja, so ein abgasähnlicher Geruch oder auch reine Kraftstoffgerüche entstehen. Die entstehen dann hier in dem Motorraum. Hier hinten steckt das Ganze drin. Bin gespannt, ob ich es überhaupt rausbekomme. Ja, ich hoffe, es bricht mir nicht ab und fällt rein. Das wäre ein bisschen doof. Und diese Luft wird quasi dann angesaugt. Also das kann schon der Grund sein, ob es nur das alles ist. Ob das alles ist, sehen wir dann bei der Probefahrt, wenn es eingebaut ist. Um da dran zu kommen, muss ich jetzt hier diesen Stutzen demontieren, wie es aussieht. Und dann muss ich das da hinten raus popeln. Man sieht auch, das sieht man jetzt hier nicht, weil das Licht zu schwach ist, aber da ist alles so ein bisschen ölig, schmierig. Also das haut schon hin. Könnte alles der Fehler sein. Im schlimmsten Fall ist noch eine Kraftstoffleitung oder am Raildrucksensor etwas undicht. Aber das zeigt eben dann die Probefahrt. Genau. Was auch noch ein Fehler sein kann, wenn er unrund läuft. Denn er zieht ja dann eventuell Falschluft und dann läuft er etwas unrund. Das macht er hier auch, wenn man startet. Wenn man startet, dreht er extrem hoch. Und das ist auf jeden Fall auch ein Fehler bzw. ein Indiz für das defekte Teil hier. So, das baue ich jetzt ein und ob es das dann war, sage ich euch dann nach der Probefahrt. Ich habe den Weg zum Ventil freigeräumt und dabei habe ich festgestellt, das ist sicher nicht der einzige Fehler. Also das Ventil war gebrochen, definitiv, aber das war nicht die Ursache für den Kraftstoffgeruch. Das war die Ursache für das Hochdrehen und das unrunde Laufen nach dem Start. Hier, schaut mal. Hier ist noch eine Leitung. Ich muss mal schauen, was das überhaupt genau ist. Auf jeden Fall ein Magnetventil. Wahrscheinlich für den Aktivkohlefilter, für die Kraftstoffgase. Ich weiß nicht 100%, nagelt mich nicht drauf fest. Müsste ich selber nochmal genau schauen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst oder du es weißt. Und zwar, wenn wir hier schauen, da ist nochmal so ein Verteilerstück, so ein Verteilerrohr quasi, wo das Ganze nochmal gesplittet wird. Zum einen in die Drosselklappe, ins Kurbelgehäuse, oder? Warte, lass mich schauen, wie war das? Ja, genau, Kurbelgehäuse und eben vor an die Kraftstoffleitung. Und wo die jetzt eben hingeht, könnt ihr mir gerne schreiben, ich habe es noch nicht geschaut, aber hier war alles nass drumherum und ist eine Undichtigkeit, aber die muss sehr klein sein, denn man sieht nichts. Aber ich sag mal, um einen Kraftstoffgeruch festzustellen, braucht man auch kein großes Loch. Von daher wird das Ding auf jeden Fall ersetzt und ich denke, das war der eine Fehler. Es waren wieder zwei Fehler, obwohl nur ein Mangel da war quasi, nämlich die Kraftstoffgase im Innenraum. Das wird jetzt natürlich ersetzt. Ist eigentlich ganz easy, plug and play. Ihr müsst nur das Ansaugrohr hier lösen. So rum ist es drin. Hinten ist einfach nur geklippt mit so Kunststoffflaschen, die 100% sehr, sehr oft abbrechen. Ich hatte noch Glück, alles gut. Und vorne ist es geschraubt. Ja, und dann kommt ihr schön dran. Das Ventil steckt dann hier, ist dann extra noch eine Gummidichtung quasi, wo es dann reinsteckt. Das passt alles. Ich muss das Teil jetzt noch bestellen, ich habe es schon bestellt, es kommt morgen. Und jetzt haltet euch mal fest, was denkt ihr? Was denkt ihr, dass dieses Stück Kunststoff im Endeffekt kostet? Schreibt es mir mal in die Kommentare, genau jetzt, ich warte noch kurz, bis ich es euch sage. Jetzt habt ihr es vielleicht eingetippt oder euch mal Gedanken gemacht. Und zwar kostet es das Ding 115 Euro inklusive Steuer, 16%. Immerhin 3% gespart. Aber krass, oder? Also, für euch als kleiner Tipp, wenn ihr mal Probleme haben solltet mit diesem Motor,
Das ist der 1,2 Liter TSI und ihr nehmt Kraftstoffgerüche wahr im Innenraum und ihr könnt es ungefähr aus dieser Gegend hier lokalisieren. Checkt mal die Leitung und guckt vielleicht auch mal noch nebenbei, ob das Ventil noch ganz ist oder nicht. Ich bin kaputt heute, sehr müde, wenig geschlafen, deswegen verabschiede ich mich jetzt und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer unten rein, ein Däumchen wäre ein Träumchen und wir haben schon aufgeholt. Es sind 95% Nicht-Abonnenten, die jetzt die Videos schauen, also schon 3% mehr als normal, die mir jetzt folgen. Drück auf den Abo-Button, wenn du das Video gesehen hast und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Viel Freude beim Schrauben.